bei den Witterungsverhältnissen, die wir jetzt haben, steht man nicht gerne vom Bahnhof. Und unser Lok ist doch ein bisschen wärmer wie hier draußen. Und ich habe eigentlich ein gutes Gefühl. Ich hoffe auch, dass der Arbeitgeber mal durch diesen Streik noch ein bisschen motiviert worden ist und jetzt endlich mal nachgibt. Und in der Tat, im Tarifstreit bei der Bahn gibt es Bewegung. Damit hallo und herzlich willkommen zum FDD-Thema am Montag. GDL und Deutsche Bahn treffen sich morgen zu einem Spitzengespräch. Die GDL gibt sich mittlerweile mit einer Lohnerhöhung im zweistelligen Prozentbereich zufrieden. Und auf der anderen Seite bereitet die Bahn ein neues Lohnangebot vor, welches genau dieses zweistellige Lohnplus beinhalten soll, mitsamt besseren Arbeitszeiten. Der Druck unserer Mitglieder, die uns immer wieder sagen, was soll das mit diesen befristeten Streiks, das bringt nichts, dann geht in einen unbefristeten Streik und dann machen wir so lange, bis der Arbeitgeber uns dieses Angebot auf den Tisch legt. Genau dieser geplante unbefristete Streik ab Mittwoch könnte jetzt noch verhindert werden, weil beide Parteien laut jüngsten Medienberichten gesprächsbereit sein sollen. Und bei offiziellen Tarifverhandlungen gilt die Friedenspflicht. Zuletzt noch hatte die Bahn mit einer Schadenersatzklage gegen die GDL zur Verhärtung der Fronten beigetragen, aber mit dem jetzigen Angebot kommt die Bahn wieder in die Offensive. Nach allen Gesetzen des Tarifstreits müsste nun eine Einigung möglich werden. Und spätestens jetzt sollte GDL-Chef Schell erkennen, dass er mehr als ein sattes Lohnplus und bessere Arbeitsbedingungen nicht erreichen kann. Bleibt die Frage, ob der Nachwuchs unter diesen Umständen immer noch Lokführer werden will. Danke fürs Zusehen, einen schönen Tag noch und bis morgen um 12. Tschüss.